Paris besteht nach der unmaßgeblichen Meinung dieses Herrn aus einem 300 Meter hohen Eisengerippe, einem Paar rötlich illuminierter Windmühlenflügel und dem sogenannten gewissen Etwas oder auch Olala. Die Pariser allerdings decken ihren Fleischbedarf nicht an der Place Pigalle, sondern bei den Markthallen. Und was dem Touristen an Paris imponiert, ist ihnen höchst gleichgültig. Paris wird nach oben begrenzt durch seine unvergleichlichen Dächer, nach unten durch seine ebenso unvergleichliche Metro. Die prominentesten Einwohner sind, naja, und Brigitte Bardot. Bemerkenswert sind ferner die Form der Kinderwagen sowie der Aperitif Saint-Raphaël. Keineswegs alle Pariser sind Existenzialisten oder Garçons oder Clochards oder Flicks oder Mitglied der Ehrenlegion oder Gewerbetreibende. Ein wesentlicher Prozentsatz der Bevölkerung besteht vielmehr aus pensionierten Ministerpräsidenten, aus Künstlern, Conciergen und anderen. An wichtigen öffentlichen Einrichtungen wären zu nennen die Bistros und die Parks. Pro Stuhl 20 Centimes, weshalb sich Doppelbenutzung empfiehlt. Im Übrigen besteht Paris hauptsächlich aus Kindern. Aus Treppen, Gaslaternen, Hausfassaden, Fenstern und Katzen. Ein Monat hat in Paris nicht mehr Tage als anderswo auch. Auf den letzten folgt unweigerlich der erste. Und am ersten ist die Miete fällig. Man kann also auch einfach sagen, Paris besteht aus 40.000 Vermieterinnen und 3.840.000 Mietern und ist damit eine Stadt wie jede andere auch. Es gibt zwei Arten von Vermieterinnen. Die einen kassieren von unten nach oben, die anderen von oben nach unten. Frau Marie gehört zur zweiten Kategorie. Irrtum zu glauben, sechs Treppen erschöpften ihre Energie. Die Bewohner des sechsten Stocks wissen ein Lied davon zu singen. Riechen kann man auf dem Ding. Wie oft habe ich dir gesagt, dass ein Rasiermesser nicht zum Fleisch schneiden darf? Oh, freu dich, ich überhaupt noch Fleisch auf den Tisch bringe. Wenn ich nach dir ginge, wären wir doch längst verhungert. Du bringst ihn ja ins Grab mit deinem Materialismus. Ich habe, weiß Gott, ganz andere Probleme. Und fünf warten mein Amerikaner. Du mit deinem Amerikaner. Das sind doch lauter Luftgeschäfte. Arbeit mal, Liebe. Ja, 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 mein Schnuggelmuskele. Was hatte denn nun mein Kleiner, mein Kleiner? Gleich kriegt er ja seine Milch. Ja, gleich. Also, ich hab dir doch gesagt, du sollst besser aufpassen. Lass mich doch in Ruhe. Doch die Milch. Au, au. Was ist denn? Machen Sie ruhig auf, Herr Lescalier. Ich weiß genau, dass Sie da sind. Tag, Frau Marie. Tag, Frau Marie. Also, was ist? Ach, Sie kommen wegen der Miete, Frau Marie. Ja. Eben bin ich im Begriff zu gehen. Ich treffe mich nämlich mit meinem Amerikaner. Amerikaner, der ein Bild abkaufen will für 500 Francs, ich weiß. 5.000? 500 ist ja wirklich lächerlich. Ein echter Lescalier. Oh, hören Sie doch auf mit dem dummen Geschmätz. Seit 3 Monaten sind Sie mir die Miete schuldig. Habe ich Ihnen gesagt, dass Sie rausfliegen, wenn Sie am ersten nicht zahlen? Ja. Zahlen Sie nein, also fliegen Sie raus. Aber Frau Marie... Und damit Sie Bescheid wissen, das Schild Zimmer zu vermieten hängt schon unten. Aber wieso? Sie können uns doch nicht einfach auf die Straße setzen. Ich kann auch ganz was anderes. Wenn in einer Stunde das Zimmer nicht geräumt ist, dann werden Sie mich kennen. Max, Sie werden es nicht glauben, aber ich kann auch ordinär sein. Ich verbiete mir diesen Ton, Frau Marie. Ich bin Künstler, verstehen Sie mich? Künstler? Ich habe in der Volksschule Zeichnen 5 gehabt, aber so waren wie Sie kann ich auch. Also Unverschämtheit. Oh. Künstler. Ja? Frau Andres, kann ich reinkommen? Natürlich, Frau Marie. Kiki, nun komm schon. Kiki läuft immer auf dem Dach spazieren. Ich kann das gar nicht mit ansehen. Ach, Katzen fallen nie. Ich habe hier Ihre Rechnung. Ah, danke, Frau Marie. Sie machen sich keine Vorstellung, wie die Leute meine Gutmütigkeit ausnutzen. Aber die Lescaliers fliegen jetzt raus. Endgültig. Aber Frau Marie, das geht doch nicht. Wo sollen Sie denn hin mit dem Kind? Ist mir doch egal. Dankeschön. Ach, können Sie denn nicht die Bodenkammer geben? Die ist doch noch frei. Wie komme ich denn dazu?
Ich zahle sie für einen Monat. Nein, Frau Therese, das kann ich auf keinen Fall annehmen. Und außerdem, was würde Ihr Vater dazu sagen? Also gehen Sie schnell und beruhigen Sie die beiden. Sie sind viel zu gutmütig, genau wie ich. Wiedersehen, Frau Therese. Frau Marie? Ja? Bitte sagen Sie nicht, dass ich... Ich will nicht, dass Sie es wissen. Meine Diskretion ist berühmt. Aber das Zimmer, das wird Sie mir sauber machen, die Schlampe. Jetzt, Mutter, los. Was heißt los? Mein kleiner Bein, wo sollen wir denn jetzt hin? Ich kann in die Kammer ziehen für einen Monat. Ich bin ja kein Unmensch. Was? In dieses Loch? Hier kriegt doch mein Kleiner keine Sonne. Also, da hört sich doch alles aus. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich? Zentralheizung zum fließend Wasser, Badezimmer und alles für 50 Frauen, die Sie nicht bezahlen? Beruhigen Sie sich doch, Frau Marie, und entschuldigen Sie mein Benehmen von vorhin. Ich bin nämlich Künstler. Das hat sich bloß noch nicht rumgesprochen. Also, und in einer Stunde ist das alte Zimmer sauber und der Schlüssel unten, verstanden? Also los, packen wir. Ja, mein Kleiner, wir können bleiben. Ja? Frau Jeanne, Ihre Rechnung. Guten Tag. Ach, guten Tag, guten Tag. 2 Monate kriege ich noch von Ihnen. Na, ja, legen Sie die Rechnung dahin, mein Freund wird's bezahlen. Ihr Freund, Ihr Freund. Immer noch dieser Boxer? Oh, das ist doch längst aus. Mein jetziger Solo-Geiger in einem Café. Sie wechseln Ihre Freunde wie die Taschentücher. Sehen Sie lieber zu, dass Sie mal einen richtigen Gönner finden. Was fällt Ihnen ein? Ich lasse mir diese Frechheiten nicht bieten. Ich kündige. Wie Sie wollen. Aber ausziehen werden Sie erst, wenn Sie bezahlt haben. Guten Abend, Jojo. Guten Abend, Herr Spur. Viel zu tun in der Fabrik? Ja, es geht so. Leider keine Überstunden. Na, das ist ganz gut. In deinem Alter braucht man seinen Schlaf, mein Junge. Nur nichts übertreiben. Guten Abend, Frau Boucher. Guten Abend, Herr Ospur. Keine Post? Nur die Zeitung. Danke. Bitte, Herr Ospur. Jojo, wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, dass Sie Ihr Fahrrad nicht hier unten im Gang stehen lassen sollen? Frau Marie hat es mir erlaubt. Meine Schwester hat ein Dreck zu erlauben. Die Hausmeisterin bin ich. Ja, aber ihr gehört das Haus. Na, das wollen wir ja erst mal sehen, wer hier was zu sagen hat. Sindel. Herr Spur, ich habe hier was für Therese. Für Therese? Ja, wollen Sie sie bitte geben? Oh, eine Spieldose. Hat sie sich sowas gewünscht? Nein, ich habe sie zufällig unterwegs gesehen. Ich dachte mir, vielleicht macht sie ihr Spaß. Sehr aufmerksam von dir, Jojo, sehr nett. Aber du solltest kein Geld ausgeben für solche Geschenke, das möchte ich nicht. Ach, das war ja ganz billig. Willst du nicht damit warten bis zu ihrem Geburtstag? Sind doch nur noch 14 Tage. Ach, Bruder, kriegt sie sowieso viel schönere Geschenke. Na ja, dann gib's ihr gleich selbst. Ja! Rausschmeißen! Stellen Sie sich das mal vor. Einfach auf die Straße setzen wollte sie uns. Noch war sie bei mir in der falschen Adresse, die habe ich vielleicht Bescheid gegeben. Wissen Sie, was ich zu ihr gesagt habe? Frau Marie, habe ich gesagt. Sondern Sie vergessen wohl ganz das Geschäft mit unserem Amerikaner. Ich sage Ihnen, wie ich das Wort Amerikaner gesagt habe. Also, so klein ist sie da geworden. Ich hätte bitte, Frau Lescalier, können Sie mir Brot holen? Natürlich. Hier sind 5 Francs. Gut. Frau Lescalier, ja. Und falls Sie gerade knapp sind, dann kaufen Sie davon auch gleich das Abendessen für sich und den Kleinen mit an, ja? Sie sind schatzvoll von Therese. Max! Hier, guck mal, von Fräulein Therese. Ich gehe einkaufen. Dann Herr Spruch. Guten Tag, Frau Marie. Guten Tag, Frau Marie. Ich zahle gleich die Miete. Ich auch. Nein, Herr Spruch. Fräulein Therese hat schon bezahlt. Ach, Herr Spruch, wenn alle Mieter so wären wie Sie. Ja, die Zeiten sind schwer, Frau Marie. Na, wem sagen Sie das? Besonders für mich, diese Steuern und Abgaben. So, danke schon. Jamin! Bring sie an mit! Du immer mit deiner Raucherei! Danke euch gut. Grüß dich, Jojo. Mit ein bisschen Meterlärm geht's wohl nicht, was? Bei so viel Miete wird man ja doch noch reden dürfen. Tag. Ich möchte mal das Zimmer sehen. Welches Zimmer? Hier ist doch ein Zimmer zu vermieten. Das muss ein Irrtum sein. Hier ist kein Zimmer frei. Entschuldigen Sie, aber draußen hängt doch ein Schild. Zimmer zu vermieten. Suchen Sie die Hausbesitzerin? Da hört sich doch alles auf. Hier ist doch ein Zimmer frei, ne? Jawohl, im 6. Stock. Frau Marie! Was ist los? Ein Mieter! Soll raufkommen, aber schnell! Soll raufkommen, aber schnell. Danke vielmals. Bitte sehr. Also das
Das ist doch die Höhe dieses Luders. Ja, 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 und ja, alles ja, ja. Über meinen Kopf weg. Dabei ist gar kein Zimmer frei. Doch, unseres. Wiest. Wunderhübsche Schuhe. Freust du dich wirklich? Na, hör mal, wie bist du bloß drauf gekommen? Hast du Zulage gekriegt? Zulage? Die Verheirateten bekommen Zulage. Ich habe keine Familie. Du als Familienvater. Ja, warum? Wäre das so komisch? Och, sei doch nicht so empfindlich. Was ist? Gibt's heute nichts zu essen? Ja, komm ja schon. Hm. Oh, du hast aber heute deinen ganz großen Tag. Komm, ich sag auch Dankeschön für die schöne Tischmusik. Ah, endlich. Ich bin schon am Verhungern. Also dann wünsche ich guten Appetit. Danke, den haben wir. Willst du mich ein bisschen mithalten? Nein, nein, danke. Ich hab eingekauft. Kommst du Samstag schon spielen? Ja, ja, Samstag. An dem augenblicklichen Zustand dürfen Sie natürlich nicht stören. Der Elektrokocher funktioniert tadellos. Da ist Ihre Waschgelegenheit, fließend Wasser ist draußen auf dem Gang. Strom geht extra, aber Sie haben Ihren eigenen Zähler. Wie Sie sehen, sind Sie ganz separat. Wissen Sie, mein Prinzip heißt, jeder für sich und der liebe Gott für uns alle. Ein äußerst sympathisches Prinzip. Auf jeder Etage ist eine eigene Toilette mit Wasserspülung. Ja, wenn der Preis so niedrig ist wie das Zimmer, dann können wir uns einig werden. Und 100 Frauen, weil Sie sind. Bettwäsche stelle ich einmal im Monat. Handtücher müssen Sie mitbringen. Bedienung ist natürlich nicht inbegriffen. Lass ihn hier noch ein paar hübsche Sachen reinstellen. Teppich oder so. Das heißt, ab wann brauchen Sie es denn? Ja, möglichst sofort. Ja, sagen wir heute Abend so gegen 8, ne? Gut. Wunderbar. Sagen Sie, Frau... Entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Pierre Jean Wall. Ich bin Frau Marie. So, freut mich. Frau Marie, sagen Sie... Wie sind denn die anderen Mieter hier? Angenehm? Na sehr. Lauter ruhige, solide, hochanständige Leute in geordneten Verhältnissen. Kein lautes Wort, kein Quatsch. Wirklich kultivierte Menschen. Maler, Schriftsteller. Schriftsteller? Ich studiere Literatur. Naja, eigentlich ist er ja Buchhalter, der Herr Ausspruch. Aber er schreibt wundervolle Romane. Diese unglaubliche Beleidigung wirkte auf die feinnervige Elvira... wie ein Blitzschlag aus heiteren Wolken. Zischend entrang sich ihrem schönen, geschwungenen Mund ein einziges Wort. Sie unverschämter Lümmel. 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 Ah. Stumm wie zwei Panther im undurchdringlichen Dschungel standen sich die beiden Feinde gegenüber. Mit einem hasserfüllten Blick unterbrach Kinsley als erster die Stille. Punkt. Machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Bitte? Machen wir Schluss. Aber Therese, Kleines, das gehört doch nicht mehr dazu. So was Blödes. Ich dachte, das sagt Kinsley zu Elvira. Warte mal. Warum soll er das eigentlich nicht sagen? Ich finde, es passt. Ja, lass es stehen. Machen wir Schluss mit dieser elenden Komödie. Zischte er kühl und eisig. So, und jetzt machen wir wirklich Schluss. Und der? 2,50 Franc. 2,50 Franc. Sehe ich aus, als ob ich in der Lotterie gewonnen habe? Na, nehmen den Rest ab. Den werden Sie ja doch nicht mehr los. Also 20 Centime. Das ist mindestens ein halbes Pfund. 40. Hälfte davon ist Rinde. 30. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gehört, Ihre Tomaten sind die besten. Darf ich mal eine probieren? Selbstverständlich, Madame. 1,20 das Kilo. Danke. Oh. Das ist aber die höchste Zeit. Du musst unbedingt an die Luft. Vielleicht hat Frau Marie Zeit, mit dir ein bisschen spazieren zu gehen. Ja, Papa, ich frage sie nachher. Weißt du noch, was du mitbringen sollst? Ja, lass mal sehen. Zahnpasta, Orangen, Nähseide. Grüne? Grüne Nähseide. Und? Und, Kohlepapier. Kohlepapier. Und wo ist der Zettel für die Wäsche? Die holt Frau Leskerin nach. So. Schön. Dann. Wiedersehen, Papa. Wiedersehen, Kleines. Papa? Ja? Natürlich. Ah. So. Danke.
Papa? Ja? Kohlepapier. Ja. Danke. Stellen Sie ihn ruhig da uns auf den Balkon, damit er etwas Sonne bekommt. Danke, Herr Oschko. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Hallo. Sie sind wohl der neue Mieter, was? Gestatten, Jean-Val. Ich bin Frau Lescalier. Guten Morgen. Oh, Entschuldigung. Da, wir sind nämlich Nachbarn. Da. Ach so. Mhm. Also kann man das hier nicht ablaufen lassen? Nee, ist doch seit 2 Tagen kaputt. Och. Hausmeisterin kümmert sich hier um gar nichts. Ja, was ist mit Ihr Waschwasser? Müssen Sie da ins Klo gießen, wenn es nicht besetzt ist. Oder, ach, warten Sie, zeige ich Ihnen. Gehen Sie mal hier. Vorsicht, Vorsicht, ich gehe vor, mach nicht. Sie erlauben doch. Bitte schön, nicht? Ja. Bitte schön. Kenne ich nämlich genau. Bis gestern haben wir hier gewohnt. Hier, müssen Sie die Sache nicht gießen. Aber so. Genau zählen. Mein Gott, hat sich das hier verändert. Oh, aber Gott, nicht doch. Entschuldigen Sie, habe ich einfach nicht gesehen. Bitte gehen Sie her. Schick sieht das hier aus. Sie, wenn Sie jemanden zum Saubermachen brauchen, ich bin ganz billig. Ganz billig? Mhm. Darüber ließe sich reden. Ach, Sie haben mir lauter Filmstars aufgehangen. Die kenne ich. Habe ich neulich erst gesehen. Aha. Ich sollte nämlich auch mal zum Film. So? Ja, mir ist ein Regisseur auf der Straße nachgestiegen. So ein großer Blonder, aber den habe ich vielleicht abblitzen lassen. Wissen Sie, was ich zu ihm gesagt habe? Na? Film ist überhaupt nichts für mich. Wenn Sie von mir was wollen, müssen Sie mich erst zum anstehenden Essen einladen und zu einer Flasche Champagner. Großartig. Hm? Da hat er wenigstens gleich gemerkt, dass er es mit einer Dame zu tun hat. Ja. Ja. Wollen Sie sich nicht setzen? Oh, das ist aber sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Also, was heißt das nun? Ganz billig. Na, 2 Franken die Stunde. Aber Sie brauchen auch keine ganze Stunde für diese kleine Bude. Nein, nur eine halbe. Na also. Ja. Aber bitte, sagen Sie meinem Mann nichts davon, dass ich sauber mache. Ja, der will das nämlich nicht. Das ist ein Künstler, Maler. Ach, oh, Verzeihung, darf ich? Aber natürlich, bitteschön. Der malt jetzt Deckel für Bonbonnieren, aber füllt ihn natürlich nicht aus. Der ist aber fast täglich eingeladen, so viel Verehrerin hat. Ja. Was? Hm? Und Sie sind nicht eifersüchtig? Oh, halten Sie mich für dumm? Weiß doch, dass ein Künstler Inspirationen braucht. Amen! Oh, Verzeihung, das ist der Künstler. Was ist denn? Keine mehr da, spuck auf die Bürste. Also, dann werde ich morgen beginnen hier, ja? Klar. Was, spielen Sie Gitarre? Ein bisschen. Schick, finde ich das. Chansonnier. Chansonnier? Ich meine, richtig als Beruf, ja? So Rundfunk, Fernsehen? Na, noch nicht ganz. Ich will erst einer werden. Offiziell studiere ich noch. Oh Gott, wird sich da mein Max aber freuen. Der hat doch die Intellektuellen so gerne. Ja, mich hat er auch nur genommen, weil ich eine Intellektuelle bin. Aha. Ja, ich habe natürlich gleich gesehen, dass Sie in dieses Milieu nicht so recht reinpassen. Nein, wir haben ja nur Pech gehabt. Aber das wird sich... Das Marzipan, es ist so gerne. Wird sich aber bald ändern. Max steht nämlich vor einem ganz großen Abschluss mit dem Amerikaner. Ich sage, ihm geht um zigtausend Jahre. Na, also, kann ja gar nichts mehr passieren. Ja, aber was ich Ihnen noch sagen wollte, nämlich bei unserer Hausmeisterin in Acht, ja? Die bedient ja eine möblierte Herren und mit allen hat die was. Widerlich, ne? Oh, finde ich reizend. Ha, diese Männer. Ist sie hübsch? Nee, fett. Da haben Sie auch unten sitzen sehen. Aber das ist die Schwester von Frau Marie, Sie verstehen. 2 Schwestern. Eine Hausmeisterin, andere Hauswirtin. Muss ja stimmen können, ne? Mein Kleiner, muss es jetzt gehen? Also, naja, bis morgen, ja? Adieu. Frau Lescaillier. Hm? Dann nehmen Sie doch noch eins. Nett sind Sie aber. Wirklich. Sehr nett. Wieder keine Zigaretten mitgebracht. Mit deiner ewigen Qualmerei. Hier, sieh mal. Ja, mein Schätzelchen, komm hier schon. Ja, 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 mein Nuckelschweinchen, jetzt ist er aber wieder. Ja. Entschuldigen Sie. Max Lescalier, ich bin Ihr Nachbar. Sehr erfreut, kommen Sie rein. Nein. Ich wollte nur mal Ihre Bekanntschaft machen. Zimmernachbarn, Sie verstehen. Danke. Ich habe da meinen Jean-Val gekannt. Der war in eine Devisenschiebung verwickelt. Ziemlich dunkle Geschichte. Tut mir leid, aber das war ich nicht. Soll er mit Millionen verdient haben? Dann bedauere ich es umso mehr. Haben die zufällig einen Zigaretten für mich da? Meine Frau hat vergessen, welche mitzubringen. Sie wissen doch, diese Weiber. Sie sind Maler, ne? Ja. Oh, danke. Schweres Brot, was? Das kann man wohl sagen. Danke. Bitte sehr. Danke. Obwohl, ich persönlich
Ich kann mich ja nicht beklagen. Bin gerade dabei ein Riesengeschäft mit einer Amerikaner, ja, ich habe davon gehört. Aber im Augenblick malen sie Schachteldeckel für Bonbonnier, ne? Alle großen Künstler haben mit Gedeckeln angefangen. Natürlich. Ja. Kommen Sie. Hm? Ich muss Ihnen unbedingt mal meine neuesten Arbeiten zeigen. Sie ist unten. Was wäre es unten? Die Dame in Grau. Nein. Na, die muss ich mir ansehen. Komm, mein Kleiner, die müssen wir uns ansehen. Na du, Volksversammlung. Oh, halte mal. Die Dame in Grau ist unten. Die wollen wir uns ansehen. Herr Letzkaillet! Frau Letzkaillet! Frau Letzkaillet! Um Gottes Willen, was denn passiert? Kiki ist vom Dach gefallen. Nein. Kiki, wer ist denn Kiki? Die Katze. Ach, die Katze. Ich gehe mal nachsehen. Wahrscheinlich ist gar nichts passiert. Katzen fallen immer auf die Pfoten. Oh, Frau Therese, regen Sie sich doch nicht so auf. Handelt sich doch schließlich nur um eine Katze. Frau Therese, der neue Mieter geht sie doch holen. Wie heißt der eigentlich? Schon mal. Die Katze von aus Pot aus dem Fenster gefallen. Na, das müssen wir sie jetzt fragen. Kommt er denn noch nicht? Ich sehe ja schon nach. Kommt er denn noch nicht? Sie hat Glück gehabt, dass meine Frau die Betten auf dem Balkon ausgelegt hat. Wie gesagt, ich hab sie. Sie war am Balkon im zweiten Stock. Er hat sie. War auf dem Balkon im zweiten Stock. Ist ja was passiert? Nur ein bisschen erschrocken. Nur sehen Sie. Nur ein bisschen erschrocken. Er kommt ja schon. Das ist ein Chansonnier. So, da ist sie wieder. Alles in Ordnung. Ist ja auch wirklich nichts passiert. Aber was, hören Sie doch, sie schnurrt doch schon wieder. Ich danke Ihnen. Naja. Jetzt müssen wir sie aber ein bisschen in Ruhe lassen. Die Katze. Na, auf den Schreck. Würden Sie mal eben bitte. Oh. Auf den Schreck, da muss ich erst mal. Würden Sie mal eben? Hm? Ich glaube, Ihr Mann braucht gerade wieder eine Zigarette. Unterstützen Sie ihn nur. Sollte er bald Nikotinvergiftung kriegen. Aber lassen Sie doch. Bitte, bedienen Sie sich. Danke, dann werde ich unverschämt. Oh, bitte. Nein, danke. Danke. Ach, richtig, Sie kennen sich ja noch gar nicht. Das ist Herr Jeanval, Fräulein Jean. Tag. Nett von Ihnen, was Sie da eben gemacht haben. Das mit dem Kätzchen. Hübsches Mädel, was? Unter uns? Kein schwieriger Fall. Aber die Kleine da drüben ist auch sehr nett. Fräulein Therese? Die hat mich zu einem meiner reichsten Werke inspiriert. So? Kommen Sie. Das muss ich unbedingt zeigen. Glauben Sie nicht, dass wir jetzt da stören? Erlauben Sie mal, unter Nachbarn. Frau Therese? Ja? Sie stören doch nicht. Sie haben sich ja schon kurz kennengelernt. Das ist Herr Jeanval, unser neuer Nachbar. Frau Spruch. Ich habe mich noch gar nicht richtig bedankt. Ich war so aufgeregt. Aber ich bitte Sie. Ich hätte Herrn Jeanval so gerne mal das Bild gezeigt, zu dem Sie mit dem Modell gesessen haben. Ja, bitte. Na, was sagen Sie dazu? Haben Sie das Fräulein nicht ein bisschen sehr stilisiert? Weil Ihre Linien nach Stilisierung schreien. Ach so. Ja. Warten Sie, ich zeige Ihnen noch eine sehr interessante Zeichnung. Und Ihre persönliche Meinung über das Porträt? Armer Teufel, aber man darf ihm seine Illusion nicht nehmen. Wir alle brauchen Illusionen. Merkwürdig. Er bewundert Ihre Schönheit und findet das Bild trotzdem gut. Nett haben Sie es hier. Richtig gemütlich. Sie schreiben Maschine? Ein bisschen. Papa Schriftsteller nämlich so Romane, Volksromane. Das Drama im Jagdpavillon von Guy de Rose. Das ist ein Pseudonym von Papa. Ach so? Würden Sie mir den Roman mal leihen? Ja, wenn Sie versprechen, mir nicht Ihre Meinung darüber zu sagen. Sie sind Chansonnier, habe ich gehört. Hallo. Der Nachrichtendienst hier im sechsten Stock scheint zu funktionieren. Frau Lescalier hat es mir gesagt. Aha. Ich habe viel übrig für gute Chansons. Wie sind Ihre? Lustig oder traurig? Lustig. Ich hasse alles Traurige. Sie müssen mir unbedingt eins vorsingen. Ich werde Ihnen sogar eins widmen. Es wird die Geschichte einer kleinen Katze sein, die Selbstmordgedanken hat. Ja, glauben Sie, dass Tiere sich umbringen? Ja, aber natürlich. Ich habe oft von Hunden gehört, die nach dem Tod ihres Herrn nichts mehr gefressen haben und einfach verhungert sind. Der umgekehrte Fall ist mir allerdings noch nie zu Ohren gekommen. Spielen Sie selbst? Ein bisschen. Was denn?
Och, alles Mögliche, so Sonaten und Tänze. Wir schreiben Glück mit einem großen G. Genau wie Gold und auch genau wie Geld. Im Leben aber ist und war seit je das kleine Glück das Schönste auf der Welt. Es kommt nicht auf die großen Worte an, denn glücklich und zufrieden schreibt man klein. Selbst der, der überhaupt nicht schreiben kann, wird manchmal ganz unsagbar glücklich sein. Mit einem Fernglas kann man im Leben die schönen Dinge viel größer sehen. Und alles Schlechte kann man verkleinern. Es kommt auf uns an, wie rum wir es drehen. Bei dem, der schnell das Glück erzwingen will, da kommt's zum offenen Fenster nicht herein. Der andere aber wartet nur ganz still. Da fliegt's sogar zum Schlüsselloch hinein. Wie heißt das schon so? Das kleine Glück. Oh, mehr kann ich heute leider nicht zeigen. Gott. Na? Ausgezeichnet. Mein Kompliment. Ich sehe, Sie verstehen etwas von Malerei. Das ist wirklich ausgezeichnet. Die meisten Sachen sind schon verpackt. Ich habe nicht Mittwoch eine Ausstellung. Oh, Herr Descalier, das freut mich aber. Einer muss ja der große Durchbruch kommen. Wo stellen Sie denn aus? Bei Bernard. Galerie Bernard? Mhm. Donnerwetter. Was soll das vorstellen? Baum im Frühling. Oh, Baum im Frühling. Baum im Frühling, 250 Franken. Und wo ist der Baum? Das hat man vor 50 Jahren schon zu Van Gogh gesagt. Oh. Oh, indeed, das ist wirklich ein Baum. Sie werden mir das Bild bezahlen, Sir. Okay, 100 Francs. Yes. No, 250 Franken. No. Die obere Hälfte können Sie ja noch verkaufen. Freuen Sie sich, dass der Hund Ihr Baum erkannt hat. Komm hier, Derby. Der Graf trug einen dunklen Rock und eine Hose von der gleichen Farbe. Unter dem Barett, das seine kühn geschwungene Nase beschattete, leuchtete sein einziges Auge wie eine Säbelklinge in der dunklen Nacht. Das andere Auge hatte der Graf in den Kreuzzügen verloren. Übrigens scheint das was zu werden mit Lyon. Verloren? Was? Ach, das mit eurer Filiale? Ja, das würde allerdings bedeuten, dass ich 2 bis 3 Tage im Monat nicht hier wäre, aber dann würde ich endlich so viel verdienen, dass ich mich wirklich dichterischen Aufgaben widmen könnte, statt dieser Volksromane. Obgleich ich doch immer bemüht bin, auch diesen Schöpfungen meiner Feder einen gewissen literarischen Stil zu geben. Hm? Ja, wo waren wir stehen geblieben? In der dunklen Nacht. Dunkle Nacht. In der Ferne schlug eine Turmuhr. Mitternacht stöhnte der Graf. Und sein restliches Auge nahm einen starren Ausdruck an. Dann griff er mit der linken Hand, die rechte hatte er im 30-jährigen Krieg dem Vaterland geopfert, nach seinem
Repetiergewehr. Red doch mal mit mir. Stell mich nicht beim Selbstporträt. Heute Abend. Schicke Farbe. Gehen Sie nur aus heute Abend zu Ihrem Solo-Geiger? Ich weiß noch nicht, mal sehen. Die müsste ich mir eigentlich auch mal anhören, nicht? Die haben aber ganz saftige Preise in dem Café. Spielt doch keine Rolle bei uns. Max hat ja einen Vorschuss gekriegt von seinem Amerikaner. Ach, alles klar. Ja! Na, sehen Sie denn gar nicht? Hier. Schick. Was? Ich habe ja immer an Max geglaubt. Einmal musste der große Erfolg ja auch kommen. Was ist denn? Ich habe Manschettenknöpfe versteckt. Manschettenknöpfe? Ja, Frau Jean. Warten Sie mal. Wenn ich das wüsste, wo ich die Manschettenknöpfe... Na, was ist denn los? Wir sollen hier so mal... Schon öfter hier? Mhm, manchmal. Sie kommt die Treppe rauf, guckt ihre Tür da an und verschwindet wieder. Komisch. Haben Sie nicht auch die Empfindung, dass wir auf dem Deck eines Dampfers stehen und uns über die Reling beugen? Nö. Weil Sie die Augen aufhaben. Machen Sie sie zu und Sie werden erstaunt sein, was Sie alles sehen. Sie sollen die Augen zumachen. Da unten ist das Meer. Sie sind auf einer Weltreise. Nur noch wenige Stunden und Ihr Schiff wird im Hafen von Tahiti anlegen. Sie fliehen nach einer großen Enttäuschung. Wenn die Nähe... Sie sollen die Augen zumachen. Beim Diner sind Sie dem anderen begegnet. Sie haben sich einsam und verlassen gefühlt. Sind mit ihm aufs Promenadendeck gegangen. Es ist Nacht. Eine tropische Nacht. Heiß, schwül und bedrückt. Stumm stehen sie nebeneinander. Sie wissen, der morgige Tag wird sie wieder trennen. Aber diese Nacht gehört noch ihnen. Beide denken sich, dass man die Blume eines Augenblickes pflücken sollte. Mach doch die Augen zu. Leise Musik erklingt. Die Kabinen sind nah beieinander. Ein Schritt mehr nach rechts. Ein Schritt nach links. Man irrt sich in der Tür. Lass doch die Augen zu, dann siehst du besser. Morgen! Oh, Fred!
Fall sehen Sie aus. Na, nächste Woche sind Sie dran. Schrecklich. Darf ich mal? Ja, los. Ach, was war denn eigentlich gestern noch mit der Dame in Grau? Na, Effi, stellen Sie sich vor, hat die einen eigenen Wagen um die Ecke stehen. Wo waren denn Sie gestern Abend noch? Ein bisschen spazieren. Hätte ich Sie doch treffen müssen. Bin ja sofort wieder zurückgekommen. Ja. Jetzt bleibt Ihnen die Spucke weg. So. Sie ist ja noch ein Kind. Vorläufig ist an so etwas wie eine Heirat doch gar nicht zu denken. Ich liebe sie. Ja, ich weiß, Jojo. Aber liebt sie dich auch? Du bist ihr zweifellos sehr sympathisch, genau wie mir. Aber wer weiß, vielleicht will sie höher hinaus. Komm, trink etwas. Sie kennt das Leben gar nicht. Wenn sie später mal unter Menschen kommt, vielleicht begegnet sie dann einem, der ihr bestimmt ist. Und dann noch eins, mein guter Jojo. Du hast keine Position. Ich habe eine Stellung bei Renault. Ja. Eine Stellung ist noch lang keine Position. Ich habe gespart. Im Frühjahr, da kann ich mir einen Kleinwagen kaufen. Da könnten wir sonntags rausfahren und... Jojo, sei doch vernünftig. Es gibt so viele andere nette junge Mädchen. Na, für mich nicht. Für mich gibt's nur Therese. Ich weiß, ich bin nur ein Arbeiter, aber... Jojo, so habe ich das nicht gemeint. Ja, schon gut. Wir wollen doch an den alten Gewohnheiten festhalten. Na, seid ihr endlich fertig mit eurer Geheimnistuerei? Jojo hat Sorgen, die er mir anvertraut hat. Du hast Sorgen, Jojo? Lass ihn, Therese, darüber kann er mit dir nicht sprechen. Wollen wir arbeiten? Da will ich nicht länger stören, Ich werde spazieren gehen. Du störst nicht, Jojo. Du störst nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Sehr schlimm. Ja, wirklich, du hast einen ganz heißen Kopf. Das geht schon vorüber. Was ist denn passiert, Jojo? Wir wollten doch Schach spielen. Also gut, spiel Schach. Spielen wir Schach? Ja, also dann geh schon und stell die Figuren auf. Ich hab Weiß. Augenblick hereinkommen. Gern. Ich werde Ihnen gleich erklären. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe nämlich früher hier einmal fast gewohnt. Ich wollte nur das Zimmer wiedersehen. Gewartet. Gehen Sie einkaufen? Ja, wenn mir der Kaufmann noch was pumpt. Würden für heute 5 Franc reichen? Na und? Hier haben Sie 10. Bringen Sie mir für 2 Franc Tegelbeck mit. Gut! Aber vergessen Sie nicht, mir den Rest zurückzubringen. Ach, haben wohl heute wieder Ihren witzigen Tag. Ja, was ist? Vergiss nicht Zigaretten. Hast du Geld? Geld, was sind das für ordinäre Ausdrücke? Schon gut. Ich kann eben nicht arbeiten, ohne zu rauchen. Aber rauchen, ohne zu arbeiten, das kannst du, nicht? Sie vielleicht zufällig eine Sekunde. Danke. Moment. Na komm, Kiki, guck, Kopf, Schaukel, Wachs, komm. Ja, so. Ja. Was ist denn los, Eliska? Hier brauchen Sie jetzt mal einen Sonntagsbraten? Eine Überraschung. Sie sollten Modell sitzen. Was, die Katze? Ja.
Frau Andres hat doch nächste Woche Geburtstag. Aber nichts verraten. Tasse Tee? Gebäck kommt gleich. Es war nett von Ihnen, dass Sie mich vorhin einen Moment allein gelassen haben. Das hat sich alles sehr verändert, ne? Ja, sehr. Die Mauern sind geblieben, der Schrank und die Aussicht. Das ist alles. Ich glaube, ich sollte Ihnen sagen, wer ich bin. Eine Frau, die unglücklich ist. Ein glücklicher Mensch versucht nicht, seine Vergangenheit wiederzufinden. Als Sie mich vorhin allein gelassen haben, habe ich noch einmal den Augenblick erlebt, als ich zum ersten Mal hier hereingekommen bin. 8 Jahre sind das jetzt her. Ich glaube, ich hätte nicht kommen sollen. Ich habe Sie erwartet. Nicht gerade heute, aber irgendwann. Sie haben doch schon öfter vor dieser Tür gestanden. Nur hat Ihnen der Mut gefehlt, anzuklopfen. Sie haben mich gesehen. Ich nicht. Aber das schrecklichste Augenpaar, das je die Angelegenheiten anderer beobachtet hat. Herr Dombard! Da ist es schon. Herr Dombard! Ihr Teegebäck! Oh, danke schön. Aber wieso? Sie kriegen ja noch 3,25 von mir. Ich werde verrückt. Ich bin's, Fräulein Therese. Oh, entschuldigen Sie, Ausspruch. Ich muss nur ganz schnell mal zu Fräulein Therese. Fräulein Therese, wissen Sie, wer bei ihm ist? Ja, bei Jean Val natürlich. Dame in Grau. Die Dame in Grau? Ja, trinkt Tee bei ihm und ich hab's Gebäck holen müssen. Was sagen Sie dazu? Was soll ich dazu sagen? So. Na ja, ich will ja nicht länger stören. Wollte die Nachricht nur nicht kalt werden lassen. Also, bis nachher. Entschuldigung, Herr Ospo. Ja? Tja, so war das. Und wer sind Sie? Ein freier Mensch. Es gibt noch freie Menschen. Nicht mehr viele. Aber wenn es nur noch einen einzigen auf dieser Welt gibt, dann werde ich es sein. Und was machen Sie? Ich bin der ewige Student. Literatur? Ja. Zukünftiger Dichter? Nein. Chansonnier. Lustig, was? Na, das wird auf Ihre Chansons ankommen. Ich werde eins auf Sie machen. Die Dame in Grau. Guter Titel, nicht? Mhm. Werden Sie sich's anhören? Vielleicht. In ein paar Tagen will ich wissen, wo ich engagiert bin. Ja, aber ich werde es nicht wissen. Ich werde Ihnen schreiben. Sie wissen meinen Namen nicht. Sie werden mir sagen. Meine Adresse auch nicht. Sie werden mir geben. Nein. Warum denn nicht? Vorhin haben Sie mir gesagt, ich glaube, ich sollte Ihnen sagen, wer ich bin. Ja, vorhin war vorhin. Und jetzt ist jetzt. Hat sich inzwischen was verändert? Ja. Meine Meinung über Sie. Sie wollen wirklich gehen? Ja, ich muss. Aber Sie werden wiederkommen, ne? Das glaube ich nicht. Bezaubernd. Ein Grund mehr, nicht wiederzukommen. Adieu. Adieu, gnädige Frau. Und wenn ich mal nicht da bin, der Schlüssel liegt unter der Fußmatte. Unter der Fußmatte? Mhm. Komisch. Minuten war sie bei ihm. Ob sie wiederkommt? Natürlich. Herr Jean Val hat doch so viel Sex. Frau Lescalier, wen interessiert denn das? Ach, das verstehen Sie nicht, Herr Ospo. Frauensache. Ist doch so, oder? Naja, jetzt muss ich aber mein Essen machen. So rührend sie ist, manchmal kann sie einem auf die Nerven gehen. Ach, lass sie doch. Ach, es ist mir nicht recht, dass ich gerade zu deinem Geburtstag nicht da bin. Aber Papa, ich bin doch kein kleines Kind mehr. Aber der Geburtstag. Ja, dann feiere ich sogar zweimal. Was? Der Papa, du mir ist noch was eingefallen, was ich mir wünsche. Na, was?
Vielleicht kriegst du irgendwo die Noten zu dem Chanson. Das kleine Glück. Interessierst du dich neuerdings für Chansons? Wenn sie gut sind. Und noch was. Hm? Ein Lippenstift und ein Parfum. Das muss ja nicht unbedingt das teuerste sein. Sieh mal einer an. Das sind ja ganz neue Seiten, die ich da meiner Tochter entdecke. Das gehört doch nun heute einfach mal dazu. So? Ja. Ja? Sie sind Celeste Cartier. Von Doris, mein allerherzlichsten Glückwunsch. Und hier eine kleine Überraschung. Oh, ein Frosch. Ist doch kein Frosch. Ach so. Schauen Sie mal genau hin. Ist doch eine Katze. Ach, eine Katze? Ja, natürlich, alles geliebt. Na, was für eine Katze? So Kiki. Kiki? Ja, ein wenig stilisiert. Ach, ja, natürlich, jetzt erkenne ich Kiki. Danke, alles geliebt. Guten Morgen, Geburtstagskind. Ach, alles, alles Gute, ja? Und viel, viel Glück, Fräulein Therese. Hier. Hübsch ist das Kleid. Steht Ihnen aber. Und der Herr Spohr kommt heute wirklich nicht zurück. Nein, erst morgen. Och, lassen Sie mich mal machen. Wir kommen heute Abend alle zum Feiern. Und ihn bringe ich auch mit. Was ist denn da los? Ja, alles gelogen! Warte nur, du Luder, du! Lass mich rein! Was ist denn da los? Sie hat ja Pfeffer in den Augen gestreut. Petter! Fräulein Charlie! Marie ist verletzt! Lass deine rein. Wenn diese Bestie dich muckst, dann klebe ich dir eine. Na, der Hausmeister. Wer? Jamel, kriegst du dich da nicht an. Feigling, hier. Hallo, was ist denn hier los? Kommen Sie, bei mir in der Loge ist noch ein Platz frei. Gibt's hier öfter solche Schlachten? Ja, durchschnittlich einmal im Monat. Finde ich großartig, ein eigenes Theater im Haus und alles in der Miete inbegriffen. Haben Sie heute Abend was vor? Ich? Nein, wieso? Ich gebe nämlich ein kleines Fest und... Wenn Sie Lust haben, dann können Sie gerne kommen. Was denn? Sie haben doch nicht etwa Geburtstag. Aber Herr Lescalier, das hätten Sie mir doch sagen müssen. Ich wünsche Ihnen viel, viel Glück. Okay. Und vielleicht fällt mir bis heute Abend noch was Besseres ein. Dann kommen Sie also? Ganz bestimmt. Ich glaube, ich laufe lieber runter, sonst haben Sie heute Abend überhaupt keine Gäste. Das nennt mich. Acht geben. Wieso acht geben? Herr Jean-Marc, ich meine, Sie sollten sich in Acht nehmen. Schade, dass Sie mitgebracht hat, Herr Robert. Schade, dass Sie Ihr Instrument nicht dabei haben. Was heißt mein Instrument? Ich bin doch Radrennfahrer. Was? Irgendwo in Paris, da lebt ein Mädchen bezaubernd und süß. Oh, Therese, oh, Therese. Im sechsten Stock gleich bei ihr nebenan wohnt auch ein junger romantischer Mann. Oh, Therese, oh, Therese. Damit sie lange und oft an ihn denkt, hätte er ihr so gern etwas Schönes geschenkt. Aber was denn? Wie wär's mit Blumen? Aber nein, die verwelken und sind schon bald vergessen. Vielleicht einen Kasten Pralinen.
Aber nein, die werden noch meistens von anderen gegessen. Vielleicht einen Kanarienvogel. Aber nein, der fliegt ja doch eines Tages zum Fenster hinaus. Oder vielleicht einen kleinen Hund. Der verträgt sich nicht mit Kiki, die kratzt ihm die Augen auf. Doch schließlich fällt ihm etwas ein, das könnte das Richtige sein. Lied vor dich hin, du wirst sehen, wie bald Kummer und Sorgen vergehen. Dodali heißt die Zaubermelodie. Ich habe noch nie in meinem Leben so etwas Schönes geschenkt bekommen. Als ich 18 Jahre geworden bin, da hat mir mein Vater Geld gegeben und dann... Max, nimm dich zusammen. Und dann bin ich dann noch ein junges Mädchen. Also Schluss jetzt, Kinder. Musik. Ja, hallo. Herr Jean-Bart, tanzen Sie mit mir. Musik? Sie borgen mir mal aus, ne? Ich würde aber lieber bei Ihnen bleiben. Oh, 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 oh. So, ach, Herr Robert, Sie müssen heute aber auch noch etwas zum Besten geben. Na, als Geiger, da können Sie bestimmt Klavier oder Gitarre spielen. Ist doch gar nicht mehr der Geiger, ist Radrennfahrer. Wieso denken die denn eigentlich alle, ich bin Geiger? Die haben doch alle schon einen Sitz. Schick ist das. Entschuldigung. Aber jetzt muss ich mit meiner Wirtin tanzen. Ja. Jojo, wo warst du denn? Ich hab dich überall gesucht. Ich lieb sie. Oh, Entschuldigung, Herr Kollege. Wieso Kollege? Fährt der auch Rad? Also Schluss. Nein. Oh, na, Kinder, halb zwei. Nein, das ist doch nicht so schlimm. Guten Nacht, Freunde. Oh. Vielen Dank. Herr Dries. Wiedersehen, Freund Dries. War hier mit. So, ich werde noch ein bisschen aufräumen. Ach, dann kann ich das bezahlen bis morgen. Ja, bitte. Also weckt ihr mir das Kind, so ein Idiot. Gute Nacht. Bist du still heute Abend, Jojo? Ich sage ja nie viel. Was? Gute Nacht, Therese. Gute Nacht. Was hat er denn? Ich weiß auch nicht. Das ist sonst nie so. Wahrscheinlich bin ich ihm nicht sympathisch. Ach, Sie sind doch allen hier sympathisch. Ihnen auch? Gute Nacht, Herr Jean-Val. Wollen Sie wirklich schon schlafen gehen? Ehrlich gesagt, nein. Ich auch nicht. Haben Sie nicht noch was zu trinken? Ich komme um vor Durst. Der Wein ist alle, glaube ich, höchstens Tee. Na wunderbar. Der wird schon ganz kalt sein. Ich habe ihn gern kalt. Ja, so. Oh mein Gott, sieht's hier aus. Wie nach einer Schlacht. Aber ich habe sie ja gern. Na, ich weiß nicht. Wirklich kalt? Aha. Der ist sehr stark geworden. Genau richtig. Warum setzen Sie sich nicht? Schauen Sie mich nicht so an. Warum nicht? Haben Sie Angst, ich könnte in Ihren Augen was lesen, was ich nicht wissen darf? Bitte hören Sie auf. Also gut, dann werde ich Sie nicht mehr anschauen. Was hat die Dame in Grau bei Ihnen gemacht? Aha. Da
Dame in Grau. Nichts. Sie wollte nur das Zimmer wiedersehen, in dem sie vor Jahren mal glücklich war. Das ist alles. Wird sie wiederkommen? Ich glaube nicht. Haben Sie den Hof gemacht? Aber. Bitte sagen Sie mir, wie Sie Frauen den Hof machen. Das ist aber eine merkwürdige Idee. Bitte sagen Sie es mir. Ich möchte es so gerne wissen, weil mir nie jemand den Hof machen wird. Aber was reden Sie da für einen Unsinn? Das ist kein Unsinn, das ist die Wahrheit. Da glauben Sie, dass sich je einer hier in den sechsten Stock verirrt oder mir eine Liebeserklärung macht, wenn ich mit Papa oder Frau Marie spazieren gehe? Warum schauen Sie mich so an? Ich schaue auf Ihre Lippen. Meine Lippen? Mhm. Ihr Rouge passt so gut zu Ihrem Teint. Wissen Sie was, ich habe eine Idee. Ja? Mhm. Machen wir eine Wette. Eine Wette? Aha. Und wenn ich gewinne, darf ich Sie küssen und wenn ich verliere, dürfen Sie von mir verlangen, was Sie wollen. Zuerst will ich wissen, was für eine Wette. Ich wette, dass ich errate, was für einen Lippenstift Sie benutzen. Eine komische Idee. Also? Ich glaube nicht, dass Sie es erraten, aber wenn Sie wollen. Oh, Sie haben geschwindelt. Aber wieso denn geschwindelt? Ja, wenn Sie mich küssen, bevor Sie gewonnen haben, dann hat die ganze Wette keinen Sinn. Aber das habe ich doch nicht zu meinem Vergnügen getan. Dieser Kuss war der Kuss eines Sachverständigen. Eine Feststellung, sonst nicht. Ihr Rouge ist eine Mischung von Honig und Veilchen. Bist du mir böse? Nein, nein. Nur, es ist das erste Mal, dass man mich geküsst hat. Warum sagen Sie du zu mir? Das ist so üblich, wenn ein Mann eine Frau küsst, dann sagt er du zu ihr. Ich glaube, es würde mir schwerfallen, du zu ihnen zu sagen. Aber versuch's doch mal. Sag irgendeinen Satz. Ich kann nicht. Komm, ich helfe dir. Wiederhol das, was ich dir sage. Lösch die Lampe aus, denn das Licht tut mir in den Augen so weh. Lösch die Lampe aus, denn das Licht tut mir in den Augen weh. Mhm. Siehst du? Ich habe genau verstanden, was du gesagt hast. Wiederhol, komm näher. Komm näher. Komm ganz nah zu mir. Komm ganz nah zu mir. Nimm mich in deine Arme. Nimm mich in deine Arme. Sag mir, ich lieb dich. Sag mir, ich lieb dich. Ich lieb dich. Sag mir's nochmal. Ich lieb dich. Nochmal. Ich lieb dich. Freue ich mich schon wieder auf Paris. Mit herzlichen Grüßen an den ganzen sechsten Stock, Pierre Jeanval. Siehste, und dich lässt er nicht grüßen. Bitte, er hat mir zweimal die Miete überwiesen und jedes Mal einen Gruß auf die Postanweisung geschrieben. Saint-Tropez. 8 Wochen ist er schon weg, möchte wissen, woher der das Geld hat. Ach, schön. Ich bringe Sie gleich der Lestrier rauf, damit sie bis morgen sein Zimmer herrichtet. Wieso bis morgen? Der kommt doch erst Freitag. Ja. Und heute ist Donnerstag. Frau Lescarie. Tag, mit der waren Sie weg? Was? Aber was? Die hat mich doch nur vom Bahnhof abgeholt. Ach so, also braun sind ja, Sie geworden. Die Mittelmeersonne. Ja? Hm. Aber hier in Paris ist es kalt. Ja, das kann man wohl sagen, was? Und was gibt's Neues im sechsten Stock? Oh, ja, Max hat einen Milli kennengelernt. Milli? Was für eine Milli? Nicht eine Milli, ein Milli. Millionär. Wenn der sich mal lässt, kaufen wir es eine Villa in der Riviera. Da, Frau Boucher. Und wie geht's dem Kleinen? Oh, dem geht's prima. Hatte doch 8 Wochen sein eigenes Kinderzimmer. Wieso eigenes Kinderzimmer? Na, erst. Hat er doch den ganzen Tag Sonne. Der ist erholter als Sie. Sehr reizend. Und was gibt's sonst noch Neues? Nichts. Frau
Fräulein Therese hat sich erkältet, kränkelt so ein bisschen. Ja, Arzt war schon zweimal bei ihr, ist aber nichts Besonderes. Doch, Fräulein Jeanne hat doch einen festen Verlobten jetzt. Aber mit Ring und allem. Schaufensterdekorateur. Warum hast du mir es bloß nicht schon früher gesagt? Hm? Du musst jetzt mit deinem Vater reden, nicht wahr? Das musst du mir versprechen. Sonst müsste ich es ihm sagen. Du verstehst, als Arzt hat man eine gewisse Verantwortung. Willst du mir nicht sagen, wer es ist? Na, das ist ja schließlich deine Angelegenheit. Um deine Gesundheit brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Also, leb wohl, mein Kind. Und nicht unglücklich sein. Nanu, Herr Doktor, waren Sie denn schon wieder bei Fräulein Therese? Ist was Ernstes? Nein, nein, ein bisschen blutarm. Ach so. Wie geht's denn Ihrem Kleinen? Na prima, das ist vielleicht ein Brocken geworden. Alles, was der in der Hand nimmt, steckt in den Mund. Gestern hat er eine halbe Dose Schuhwichse gegessen. Gut für die Verdauung. Vorausgesetzt, dass er die Dose nicht mitgeschluckt hat. Auf Wiedersehen, Frau Leskaje. Auf Wiedersehen. War ja nur Plastik. Nun raten Sie mal, wer eben gekommen ist. Er. Und wissen Sie mit wem? Mit der Dame in Grau. Nein. Doch, habt ihr ja gerade ankommen sehen. Was ist denn, Frau Therese? Ist Ihnen wieder schlecht? Nein, nein, ist schon gut, Frau Leskaje. Danke. Na dann. Therese, wie geht's? Na nur, ein bisschen blass, was? Da wäre Saint-Tropez genau die richtige Medizin. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Tja, ich glaube, ich muss laufen. Einmal muss ich auch was tun. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die Sorbonne liegt. Ciao! Windeln auf. Ja. Oh, entschuldigen Sie. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie da sind. Nein? Nein. Ich habe nämlich heute Morgen beim Aufräumen mein Staubtuch hier vergessen. Und oh, Sie sind aber gar nicht so braun wie Herr Jeanval. Nein? Ich bevorzuge den Schatten. Naja, ist ja auch besser für den Tarn, nicht? Ja. Sind Sie wirklich Filmschauspielerin? Ich? Nein, wer sagt Ihnen das? Hab's gehört. Ich sollte nämlich auch mal zum Film. Mir ist auf der Straße ein Regisseur nachgestiegen, ja, so ein großer Blonde. Aber ich hab den abblitzen lassen. Schön blöd war ich damals, nicht? Oh, wir haben ja Konfekt mitgebracht. Was macht denn Ihr Geschäft mit dem Amerikaner? Ist doch geplatzt. Oh, wir waren noch nie so pleite wie jetzt. Ich sag Ihnen, meine arme Mama, wenn die wüsste, in was für gemischten Milieu ich hier lebe, würde sich die Augen ausweinen. Dabei hätte ich doch so glänzende Partien machen können. Drei Landhäuser hätte ich haben können. Ja, drei. Jedes von einem anderen. Aber Sie haben Herrn Lescalier vorgezogen. Ja, wo die Liebe so hinfällt, nicht? Snugert, ja? Soll ich Licht machen? Dann danke, lassen Sie nur. Na ja, werde ich jetzt gehen. Will ja nicht länger stören. Ziege.
Guten Abend, Liebling. Hast du lange gewartet? Ich bin doch gern hier. Außerdem hatte ich Gesellschaft. Riechst du gut. Trockne dich ab. Wieso Gesellschaft? Frau Lescalier. Ach du Schreck. Na lass mal, wenn ich erst engagiert bin, dann suche ich mir ein Appartement in einer besseren Gegend. Warum? Du weißt doch, dass ich das Haus gern hab. Was, wegen damals? Wegen jetzt. Aber ihr könnt doch zusammenziehen. Aber Pierre, mach dir nichts vor, das würde nicht gut gehen. Ja, vielleicht hast du recht. Lasse Tee. Wie weit ist das Chanson? Fertig. Von einer Dame. Was? Jemand muss sie gerade unter die Tür gesteckt haben. Eifersüchtig? Na, das glaubst du wohl selbst nicht. Mein Gott. Was ist? Was ein Kind. Dieses kranke Mädel da drüben, das hast du getan. Irene. Das war nach ihrem Geburtstag. Ich bin ein bisschen länger hier drüben geblieben. Ich weiß auch nicht, wie das alles gekommen ist. Ich habe einfach den Kopf verloren. Du und den Kopf verlieren. Die Dummheit eines unerfahrenen Mädels hast du ausgenutzt, weiter nicht. Was willst du jetzt machen? Willst du vielleicht heiraten? Was, sag schon was! Was soll ich denn sagen? Irene, was soll ich denn tun? Was fragst du mich? Irene, geh nicht weg! Bleib doch! Fass mich nicht an! Irene! Irene, sei doch vernünftig! Können wir nicht helfen. Guten Abend, Frau Boucher. Guten Abend, Herr Ospo. Keine Post für mich. Die Zeitung hat Jojo mit draufgenommen. Ja. Der reinste Wolkenbruch, was? Ja. Das war nach der Geburtstagsfeier. Und jetzt will er sie sitzen lassen. Das Benehmen, das muss ich schon sagen. Dieses Miststück. Guten Abend. Guten Abend, Herr Ospo, Ihre Zeitung. Ein Sauwetter, was? Ja, zieh dich um, mein Junge. Sonst erkältest du dich. Wie will die dem das bloß beibringen? Der Ruiz? Immer die Anständigen fallen rein. Der Ruiz? Mein Gott. Ah, bleib nicht bei dir! Schon schnell! Was ist denn? Was ist passiert? Fräulein Therese. Sie rührt sich nicht. Gut, was haben Sie denn? Schnell ein Glas Wasser. Ja, ein Glas Wasser. Mein Gott. Sie hat sich vergiftet. Vergiftet? Therese, ich hol Dr. Nozar. Therese, Kleines, warum hast du das getan? Sie hat sich vergiftet. Warum?
diesen 60 Franc. Ich habe noch nie in meinem Leben Mietergeld zurückgegeben. Aber Sie will ich in meinem Haus nicht mehr sehen. Packen Sie Ihren Kram und verschwinden Sie. Frau Marie. Wie geht's dir denn? Fragen Sie doch selbst hier. Das Ärgste hätten wir überstanden. Gott sei Dank. Die letzten drei Tage, das möchte ich nicht noch einmal mitmachen. Ich möchte gern etwas mit Ihnen besprechen, mein lieber Hausfuhr. Ja, bitte. Sie haben vielleicht nicht bemerkt, dass Therese kein Kind mehr ist. Sie ist, ich möchte fast sagen, eine junge Frau geworden. Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen, Herr Doktor. Ich meine, dass sie heiraten sollte. Heiraten? Mein lieber Spur, Sie sind ein Mann, noch dazu ein Schriftsteller. Ein Schriftsteller darf keine Angst vor Worten haben. Therese braucht einen Mann. Ja, aber warum hat sie mir nie etwas davon gesagt? Mein lieber Freund, Sie sind schließlich Ihr Vater und nicht Ihre Mutter. Ach, und Ihnen? Mir hat sie gar nichts gesagt. Aber als Arzt muss man ja schließlich eine Diagnose stellen können. Na, sie wird sich schon mit Ihnen aussprechen. Wenn Sie ins Büro wollen, ich nehme Sie ein Stück mit. Ja, ich müsste mal nach dem Rechten sehen. Wir haben Monatsbilanz. Dankeschön. Also dann kommen Sie, mein Lieber. Machen Sie sich keine Sorge. Sie schläft sich gesund. Na, Herr Doktor, wie geht's ihr? Sie ist außer Gefahr. Ach, Gott sei Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Doktor. Was deine Ausspusigin auffällt? Ja, auf einen Sprung ins Büro. Mhm. Sie schläft fest. Machen Sie sich gar keine Sorgen. Ich sehe mal öfter rein. Vielen Dank, Frau Lescalier. Sie waren sehr lieb. Das hätte ich ohne Sie gemacht. Das ist doch selbstverständlich, Herr Ausspruch. Bitte, lieber Doktor, sagen Sie mir alles. Therese muss doch irgendeinen furchtbaren Kummer gehabt haben. Mein lieber Ausspruch, das gehört nicht zu meiner Aufgabe. Sie vielleicht jemanden liebt? Aber wen? Sie kommt doch mit niemandem zusammen. Sprechen Sie sich mit ihr aus. Wenn sie Ihnen etwas zu sagen hat, wird sie es jetzt bestimmt tun. Alles klar. Guten Tag. Tag. Gern tue ich's nicht. Also? Was hat der Doktor gesagt? Sie ist außer Gefahr. Gott sei Dank. Nicht sehr anständig, was Sie da gemacht haben. Also bitte keine Moralpredigt, ja? Wollte sie mich sehen? Nein. Aber gesprochen hat sie doch von mir. Nein. Sie wissen doch, dass ich ausziehe, ne? Mm. Weiß sie es? Mm-mm. Frau Lescalier, ich möchte Sie gerne sehen. Nein. Ich kann die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Arzt hat jede Aufregung verboten. Gut, dann werde ich mit Ihrem Vater sprechen. Was? Ja, ich will die Sache bereinigen. Sonst sind Sie verrückt? Oder wollen Sie sie heiraten? Sie haben recht, ich bin wirklich verrückt. Wissen Sie, was Sie sind, Herr Jeanval? Sie sind ein Schweinehund. Leid tun Sie mir trotzdem. Ja? Du, Shoshu, komm doch rein. Steh nachher auf. Mach du bitte die Vorhänge auf. Das
durftest du nicht tun. Sprich nicht mehr davon. Das durftest du nicht tun. Wenn wir dich nicht rechtzeitig gefunden hätten, dann würde ich jetzt nicht mehr leben. Und Joval auch nicht. Jojo, du... Ich liebe dich, Therese. Ich liebe dich. Alles andere ist mir egal. Jojo, du hast nie etwas davon gesagt. Dein Vater war... Jojo. Warum musste ich mich ausgerechnet in den verlieben, der es am wenigsten verdient? Wird er dich heiraten? Ob er dich heiraten wird? Nein. Er will nicht. Ich will nicht. Ich denke, du liebst ihn. Aber er mich nicht. Es wäre sinnlos, ihn zu heiraten. Therese. Therese, könntest du dir vorstellen, dass du mich eines Tages... Jojo, es ist zu spät. Nein, Therese, es ist nie zu spät. Du musst nur wollen. Ich bekomme ein Kind. Ist mir alles egal. Wenn ich nur bei dir bleiben kann. Das ist doch dein Kind. Jojo. Du, ich möchte aufstehen. Komm später wieder. Schon wach? Ja, sie steht gerade auf. Hat sie was gesagt? Mach keinen Unsinn. Lohnt sich doch nicht. Der ist doch nicht wert, dass du dir die Hände schmutzig machst. Ich habe gerade gehört, sie sind schon aufgestanden. Also ich finde das leichtsinnig. Ich laufe ja nicht rum. Nein, nein, nein. Jetzt legen Sie sich sofort mal wieder hin. So etwas. So. Ich danke Ihnen auch für die Blumen, Frau Leskelich. Ach. Ich weiß gar nicht, welche von Ihnen sind. So viele habe ich bekommen. Da, die sind von mir und von Max und die Kleinen da von Frau Marie. Und die sind von Fräulein Jeanne, die von Jojo. Die sind von Ihnen. Und die sind von... Nochmal von Jojo. Der sechste Stock. Ach. Wir sind alle so froh. Bitte, Frau Lescalier, holen Sie ihn her. Nein. Nein, Sie sollen sich nicht aufregen. Das ist vorbei. Ich werde mich nicht mehr aufregen. Er soll kommen. Bitte. Na ja, wenn Sie durchaus wollen. Das ist aber ein schwerer Gang für mich. Sie sollen rüberkommen. Sag Bescheid, wenn Herr Oschpo zurückkommt. Danke. Für Sie tue ich es nicht. Therese, ich... Bitte nicht, nein. Ich weiß, ich war... Schon gut. Ich wollte Sie ein letztes Mal sehen. Ich will es gut machen, Therese. Nein. Es gab nur eine Möglichkeit, es gut zu machen, und die haben Sie versäumt. Jetzt will ich nicht mehr. Lieben Sie diese Frau? Weiß nicht. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich liebe ich niemanden. Dann tun Sie mir leid.
Ich will nur sagen, dass ich ausziehe. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Nein. Wir werden uns nicht wiedersehen. Das ist auch besser so. Viel besser. Leben Sie wohl. Adieu. Davis. Von meinem Radrennfahrer. Guten Tag, Freundchen. Oh, Moment, Herr Ausspruch. Komm, ich nehme Ihnen was ab. Ah, danke, sehr bitte. Ja, bitte, bitte. Fräulein Therese, Sie sind schon auf? Das war aber sehr unvorsichtig von dir, Kleines. Wiedersehen, Herr Ausspruch. Wiedersehen. Ich schaue nachher noch mal rein, hm? Ich hab dir Sorgen gemacht, Papa. Viel Sorgen. Aber jetzt ist es gut, oder? Willst du mir nicht sagen, warum du es getan hast? Papa, ich... Ja, lass nur. Es muss ja nicht jetzt sein. Dr. Ronsard sagt mir, dass du heiraten willst. Ist das wahr? Ja. Du willst mich verlassen? Aber Papa, ich werde dich nie verlassen. Wenn du heiraten willst, denkst du an jemanden Bestimmten? Ja. Kenne ich ihn? Natürlich. Kenne ich denn jemanden, den du nicht kennst? Es ist doch nicht etwa der junge Soldier aus Épinay, der dir so gut gefallen hat, als er neulich zu Besuch war. Aber Papa, warum in Épinay suchen, was man hier im 6. Stock finden kann? Im 6. Stock? Herr Jeanval. Herr Jeanval? Nein. Ja, aber Papa, wie kommst du nur auf diese Idee? Es ist doch nicht Jojo? Natürlich ist es Jojo. Jojo. Papa, hm? Warum hast du mir eigentlich nie gesagt, dass Jojo um mich angehalten hat? Warum? Weil ich dich für zu jung hielt. Und dann wollte ich warten. Wer weiß. Vielleicht hättest du einmal denjenigen gefunden, der dir vom Schicksal bestimmt ist. Den habe ich gefunden. Ja. Jamil! Jamil, ohne endlich Zigaretten! Von da haben Sie keine. Bitte, Herr Lescalier. Bedienen Sie sich. Darf sie mir nachher holen? In Ordnung. Er ist ein Lump. Aber nett war er doch. Jetzt müssten doch die Taxis bald kommen. Mein lieber Jojo, in einer halben Stunde bist du der Herr im Haus. Und ich mische mich in nichts mehr hinein. Ich habe keine Angst, dass du an mir eine Schwiegermutter bekommst. Ich verlange nur eins von dir. Bleib immer ein anständiger Mensch. Dein ganzes Leben lang. Dazu gehört auch großer Heroismus. Weißt du überhaupt, was Heroismus ist? Ich glaube schon, Herr Ospo. Sag nicht mehr Herr Ospo, sag Vater und du. Ja, Herr Vater. Ich vertraue dir einen Schatz an. Mach sie glücklich. Versprich mir, dass du Therese immer ein guter Mann sein wirst. Ich verspreche es Ihnen, Herr Ospo. Sag doch Vater. Ja, Herr Vater. Und dann noch eins. Ja? Jojo, wirst du auch alles tun, damit ich Enkelchen bekomme? Daran ist mir nämlich sehr gelegen. Ja, ich glaube schon. Zwei liebe kleine Fratzen. Nicht mehr, weil Therese ja zart ist, aber zwei Enkelchen möchte ich unbedingt. Ein Jung und ein Mädchen. Ja, zwei weiß ich nicht.
Aber eins verspreche ich Ihnen. So, unsere Braut ist fertig. Na? Du siehst reizend aus, Gernis. Wirklich wunderschön. Und ich gehe jetzt nur noch meinen neuen Hut aufsetzen. Glücklich? Ja, Papa. Meine lieben Kinder, ich glaube, wir werden alle drei gut miteinander auskommen. In 2 Jahren, wenn ich meine Pension bekomme, ziehen wir zusammen aufs Land. Du wirst dort auch Arbeit finden, Jojo. Und ich werde endlich die Inspiration haben, die ein Schriftsteller nun mal braucht. Seit 20 Jahren wohne ich jetzt hier im 6. Stock. Was hat sich ereignet? Nichts. Aber auch gar nichts. Therese. Danke. Gib mir deine Hand, Jojo. Du warst so gut zu mir. Ich hab dich gern, Therese. Das ist alles. Du bedauerst nichts. Nein, Jojo. Herr Ospo, die Taxis sind da. Ach, wunderschön. Also, Kinder, wollen wir? Ja. So eine Gemeinheit. Eine Unverschämtheit. Naja, Sie können natürlich sowas nicht tragen. Wollen Sie den etwa mitnehmen? Ist doch eine Hochzeit und keine Taufe. Was dachten Sie, unser Sohn bleibt allein im 6. Stock? Aber meine Damen, heute mal friedlich, wenn's geht. Gut. Oh nein, ich gehe vor, damit ihr nicht fallt. Sie werden nicht fallen. Hast du Angst? Nein. Na. Moin, Jan. Mal wieder das Licht brennen lassen. Na, machen Sie es doch aus. Oh, Frechheit. Entschuldigen Sie. Hübsch, ne? Na? Entschuldigung, hier soll irgendwo ein Zimmer zu vermieten sein. Natürlich, im 6. Stock. Frau Marie! Ja? Neuer Mieter! Hä? Ja. Soll aufkommen, aber schnell. Soll aufkommen, aber schnell. Ach, ich möchte auch mal so geliebt werden. So legitim. Ich denke, die Grotte hat ernste Absicht noch. Das war einmal. 150 Frauen, weil sie es sind. Strom geht extra. Der Elektrokocher funktioniert tadellos. Fließend Wasser und Toilette sind draußen auf dem Gang. Aber ich muss jetzt leider weg zur Trauung. Ist auch nicht laut hier. Angenehme Nachbarn? Ich brauche nämlich Ruhe. Ich bin Erfinder. Das heißt, eigentlich bin ich bei der Post. Sie haben sie doch eben auf der Treppe gesehen. Lauter, ruhige, solide, hochanständige Leute in geordneten Verhältnissen. Kein lautes Wort, kein Tratsch. Das reinste Paradies. Heulen Sie nicht. Es wäre bei meiner Hochzeit angebracht gewesen. Oh.